Das Gewinnerfrühstück. Okay, immerhin haben wir ein Foto zur Erinnerung mitgenommen von Julia. Und wir nehmen mal das Funkgerät und antworten. I'm awake, I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out and that's not working either. There's no backup? The backup is the two-day hike out of here. So that's a no? It's easier for me to send all the lookouts out to check the status of the wire in their areas. Yours is a good hike away. If you find any portion of it down, I can try to get a hold of a ranger and he'll bring someone in to fix it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er entfremdet sich der Julia. Und findet Gefallen an der Delilah. Okay. Wir haben notdürftig wieder alles zusammengebastelt. Dann auf geht's. Rucksack nehmen. Und dann wollen wir mal. Schönes Detail, dass er sich nicht den Kopf stoßen will. Muss ich ja wirklich lassen. So. Wir kamen hinter dem Plumpsklos wieder raus. Das heißt, wir müssen auch wieder in die Richtung, um zu den Höhlen zu kommen. Das kriegen wir hin. Gibt es eigentlich noch einen anderen Pfad, der vielleicht nicht ganz so gefährlich ist? Wir werden es sehen. Kann ich das Plumpsklo benutzen? Ich treffe noch nicht mal das Klo. Das ist nicht gut. So. Ja, gehen wir mal hier lang. Ja, scheint richtig zu sein. Können wir auch wieder runterklettern? Anscheinend nicht. Können wir dieses Malheur umgehen? Hier auf jeden Fall nicht. Ja, auch nicht. Dann gehen wir mal hier runter, oder? Uns wird's auch nicht leicht gemacht. Ich entferne mich wieder in die falsche Richtung. Mein Gott. Ich hätte mir ein anderes Spiel raussuchen sollen. Ich hätte jetzt gedacht, wir können das umgehen. Aber da sind wir dann außerhalb der Karte. Okay. Das Ganze wäre ein Ticken einfacher, wenn du schneller laufen würdest. Aber ich glaube, das gehört dazu. So, da ging es noch runter. Dann gehen wir einmal hier lang.
Hier geht's auch nicht lang, oder? Doch, es geht. Zumindest ein Stück. Naja. Der Wandersimulator. Springen. Okay. Na, immerhin wieder eine Versorgungskiste. Unheimlich. Ist das hier so nebelig? Warte mal, 306 hatten wir schon, oder? Oh, it's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? I don't know. I used to just spend a lot of time with our dog, Bucket. Aw, that's a good name. He was a good dog. What type? A beagle. We got him from the pound. That's great. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. Hey, your button is still down. No, I don't think he has any idea. Delilah, I can hear you. I'm absolutely sure. Would you? Okay. All right. I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Bucket's a cute name. You owned him with someone? Who was that? Who was who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Okay. Sie ist verärgert. Aber was führt sie im Schilde? Sie meinte definitiv uns. Naja, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist schon mal viel wert. Och nö. Ich habe keinen Saal. Oh Gott. Ich müsste eigentlich wieder zurück, oder? Weil da hinten kam ich nicht runter. Okay. Oh, hören wir einen Specht. Zumindest würde das erklären, so wie sie jetzt im Funkgerät gesprochen hat, warum da dieser unheimliche Typ war.
Okay. Ist das der Kasten, den wir schon hatten? Oh ja, da hängt der Brief. Okay, dann gehen wir hier nochmal lang und dann später links. Richtig? Hier müssen wir irgendwo abbiegen. Okay, kommen wir durch das Gestrüpp durch? I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Na toll. Sich wieder... Das heißt, ich muss effektiv... Wenn es da nicht lang geht. Das ist echt voll der Wandersimulator. Da muss ich jetzt wieder zum See. Aber da komme ich ja gar nicht hin. Da komme ich nicht runter. Hallo Spiel, liegt hier ein neues Seil drin. Leider nicht. Das ist ja Rätselspaß vom Allerfeinsten. Egal, genießt die Natur, meine Freunde. Aber das jetzt hier wieder gar keinen Sinn ergibt, wo ich langlaufe. Ich muss ja in die andere Richtung, oder? Das ist mächtig kacke. Warum konnte ich da hochklettern und nicht runter? Und warum nimmst du nicht ein Seil mit? Boah, bin ich lost in dem Spiel. Das gibt es nicht. Aber ich sehe es positiv. Ich denke mal, nach diesem Spiel kann ich echt gut Karten lesen. Wenn ich mich jetzt eh wieder auf meinen Turm zu bewege, dann gehe ich da auch nochmal hoch. Vielleicht gibt es da ein Seil. Ich meine, es ist jetzt nichts, worauf mich das Spiel explizit hingewiesen hat, aber es besteht ja die Möglichkeit. Gedacht. Aber das sieht schön aus. Aber die ganze Konstruktion hier, die wirkt einfach, weiß ich nicht, gewollt und nicht gekonnt. So, aufmachen. Kann ich das Seil mitnehmen?
Hier nicht. Die Raketen sind weg, oder? Die standen hier doch vorhin noch. Also wurde ich wieder beklaut, ja? Ist hier was drin? Rex, okay. Sind wir jetzt nur zurückgekommen zum Aufräumen. Schön. Schreibtischschublade. Können wir nicht öffnen. Mist. Okay, hier sind auch nur die Gasflaschen. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel mich nicht nur ärgern möchte. Dann gehe ich jetzt nochmal den ganz offensichtlichen Weg. Den ich bestimmt souverän beim allerersten Mal... ausfindig machen werde. Okay. Aber war hier direkt schon Ende? Ja, ne? Ich kann springen. Ich, Dulli, kann springen. Oh Gott. Sieht schon schön aus, aber wir gehen den sicheren Weg. Nachher verletzen wir uns noch. Eigentlich spiele ich das eher wie ein Pfadfinder, oder? Okay. Da stand der unheimliche Typ. Sehen wir etwas, was wir gestern nicht gesehen haben? Wir können hier hochklettern. Warum sollten wir das wollen? Aha. Oh nein, wir sind jetzt da, wo wir gerade geguckt haben, oder? Ja. Okay. Aber gut zu wissen, dass wir da, wo wir hochklettern, auch runterklettern können.
Geht das hier auch? Also ganz ehrlich, mein Freund, runterspringen kannst du deutlich besser als hochklettern. So. Oh, das Lichtspiel sieht aber gut aus. Klar, wenn die Sonne dazwischen aufgeht. Das gefällt mir. Ist zwar keine High-End-Grafik, aber so in Summe, muss man sagen, für das, was sie gemacht haben, gefällt es mir ganz gut. Ich glaube, wenn alles hyperrealistisch wäre, dann würde das auch zu sehr ablenken. So. Wir sind jetzt wieder an der Höhle. Und dann müssen wir da hoch. Okay. Da möchte ich noch unbedingt rein. So, und effektiv müssen wir jetzt diesem Weg folgen. Nein. Ich spiele das Spiel jetzt über eine Stunde. Und jetzt auf einmal kann ich rennen. Boah, seid ihr fies. Das ist der richtige Weg. Das hätte mich gerade so viele... Weiß ich nicht. Das hätte mir so viele Minuten erspart. Ah, da ist der Strommast. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. Egal, wir gehen hier hoch und sollen dem Strommast folgen. Okay. Hier sieht er noch relativ gut intakt aus. Was war das? Da stand doch irgendein Hüttchen, oder? Ist das ein altes Plumpsklo? Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? I do believe... the comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. So, jetzt gucken wir erst einmal Beartooth. Und schauen wir uns den Block an. Also da lang sollen wir. Okay, untersuchen. Okay, cool. Oshoshone. Winthrop Carter, Hawk's Rest. Das ist ein Lied. Okay. Na, den bewahre ich mal auf. Und dann rennen wir mal ein Stück. Okay, das sieht soweit noch ganz gut aus. Da fehlt's, oder? Ah ne, der geht da hinten runter. Egal, wir folgen dem Ganzen. Ist die Frage, geht's hier lang? Nein.
der jetzt keinen Bock mehr zu rennen? Doch. Okay. Dann klettern wir mal hier hoch. Und wir finden wieder Bierdosen. Wir melden die andere. Hey, so there are beer cans all over the ground up here leading up the hill. That's annoying. Yeah, thing is, there were a bunch down at that campsite yesterday. Coincidence, maybe? I don't think so. Same brand, everything. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Ah, das sieht locker aus, oder? Egal. Okay. Dann wollen wir mal weiter hoch. Und so wie es aussieht, ist bei uns die Schwachstelle. Und es war ein Racheakt. Ich sehe da schon etwas, wo drauf steht Go to Hell. Aber wir sammeln natürlich erst den Müll ein. Ah, da sind noch mehr Dosen. Egal. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Hmm. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Okay, wir sollen wieder zurück. Wir haben hier doch noch Bierdosen entdeckt. Okay. Okay. Ich will die ganze Zeit auf Umschalt rennen. Das stört mich. Ja, und dann heißt es jetzt wohl, den Weg wieder zurücknehmen. Und versuchen, die Teenager zu finden.